Zuschauer, herzlich willkommen zu Ryan Riddles Rise of the Goblin King hier bei Let's Multiplay. Ich habe das Spiel vom Entwicklerstudio selber bekommen, ist ein kleines Indie-Studio mit dem Namen Lost the Game Studios. Der Publisher ist Bit Composer Interactive GmbH. Es ist so ein kleines Rätselspiel. Ich habe hier gerade die Steam-Seite offen und die Goblins wurden versklavt und vertrieben. Also zuerst vertrieben und dann versklavt. Wir müssen jetzt mit den Goblins zusammen, oder wir müssen fliehen. Und wir müssen halt ein paar Rätsel lösen. Und wie das Ganze aussieht, ich habe es eben gerade schon mal kurz angespielt. Ich habe die ersten beiden Levels schon gemacht. Es gibt auch die ersten beiden Levels bereits als Demo hier bei Steam. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt ins Spiel rein. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für den Key. Der Link unten zur Steam-Seite, den findet ihr auch nochmal direkt in der Videobeschreibung. Und wir gehen jetzt mal direkt ins Ork-Lager rein. Also man muss Rätsel lösen. Es ist witzig gemacht, ist mit der Unreal Engine gebaut. Gibt auch hier Controller Support. Und wir sehen jetzt hier, wie das Level lädt. Da gibt es dann hier so eine kleine Animation, wie so eine Theaterbühne. Und wir können es hier schon mal ein bisschen frei bewegen. Ich habe eben gerade auch schon mal den Goblin-König freigeschaltet. Wie gesagt, das könnt ihr auch selber in der Demo auch nochmal nachspielen. Wir waren jetzt gerade eben in einem Lager und haben dort den König befreit. So. Ein Hauch von Freiheit und Bäume. Und Pilze in Hülle und Fülle. Hülle und Fülle. So, wir können uns halt... Heavy, irgendwo sein. Heavy ist hier, genau. Wir suchen jetzt Heavy. Heavy ist quasi der Goblin, der fürs Essen zuständig ist. Und wir müssen jetzt halt Heavy befreien. So, und es gibt halt hier eine Menge Orks. Vorsichtig, damit uns keiner bemerkt. Und wir müssen uns hier reinschleichen jetzt in das Lager, okay. Gut, schauen wir, wie wir es am besten anstellen. Wir können halt den König... Was möchte der König denn? Okay, der König sagt, er wartet hier noch, weil da irgendwelche Wachen stehen. Gut, der König scheint also nicht gerne zu kämpfen. Das ist aber soweit auch okay. Hier also lagern sie die wirklich gefährlichen Dinge. Ja, hier werden die... Ob das eine gute Idee ist? Das Boot. Das ist ein Riesenschuh. Okay. Ja, das ist wirklich ein Boot. So. Wir können uns halt Sachen... craften. Dazu finden wir dann irgendwo Baupläne und wir haben hier so einen Brunnen. Ich glaube, jetzt wird es auch ein bisschen schwerer. Die ersten beiden Levels waren jetzt nicht ganz so schwer. Wir haben jetzt hier... Was macht der Typ hier? Der läuft in den Laufrad. Okay. Hier hinten trainieren die. Okay, das ist... Oh Gott, ein Ork. Hilfe. Hilfe. Gut. Hier, was haben wir hier schönes? Eine Fackel. Okay. Gut. Die haben jetzt eben kurz mal vom Baum gerissen. Können wir einfach so einen Brand stecken hier vielleicht? Okay. Das solltet ihr niemals zu Hause ausprobieren. Ah, Hilfe! Hilfe! Ein wissenschaftlich gesicherter Tod wäre durch wiederholte Experimente. Okay, die Orks sind jetzt ein bisschen schlau geworden, die verfolgen uns jetzt auch. Wir werden jetzt gerade zurück zum Start geschickt. Das Spiel erscheint in Kürze auch bei Steam. Das heißt, dort ist es auch bald anspielbar. Oder ihr könnt es dort auch dann erwerben. Okay. Das wird ein prima Süppchen. Rein vegetarisch. Okay, hier müssen wir den Orkel hinterher schicken. Hier haben wir schon mal Garn, haben wir hier schon mal. Ich müsste eigentlich irgendwo einen Bauplan finden hier. Also ich meine, braucht halt Baupläne, um so Fallen zu bauen und Fallen zu legen, damit der König dann hier auch durchmarschieren kann. Aber ich finde den Bauplan gerade nicht. Wir können natürlich auch gucken, was in der näheren Umgebung ist. Das funktioniert mit dem Druck aufs Gamepad. Ah, okay. Ich habe schon eine Idee. Wo ist denn die... Hier ist eine Fackel. Ich glaube, wir können das Waffenlager in die Luft jagen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Nee, nicht. Schade.
Ich dachte, wir können das hier jetzt alles in die Luft jagen oder so. Die heben gerne mal einen. Ja, die Orks heben gerne mal einen. Das ist mir durchaus bewusst, aber irgendwie... Schade. Es wäre ja auch wahrscheinlich viel zu einfach gewesen, wenn wir jetzt hier alles in die Luft jagen können. Okay, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo so eine kleine Bauanleitung finden. Wahrscheinlich hier in der Hütte. Erste-Hilfe-Koffer. Brauchen wir den? Na, ich glaube, den brauchen wir nicht. So, hier ist noch ein bisschen Garn. Aber auch keine Bauanleitung. Okay, hier ist das Vorratslager. Gut. Das haben wir auch schon mal gefunden. Sehr gut. Alter Fisch. Nee, den Kürbis nicht. Ja, wobei, den Kürbis schmeißen wir auch mal in den Suppentopf jetzt hier rein. Ich glaube, du hast doch einiges versäumt. Ja, wahrscheinlich müssen wir die Orks doch irgendwie vorher ausschalten, bevor wir da irgendwie Action machen können. Okay, ich muss doch bestimmt irgendwas... Hey, danke, dass der Kürbis mir gefolgt ist. Sehr aufmerksam vom Kürbis. Strohballen. Ah, wir mussten die Strohballen in Brand setzen. Das muss einem ja auch meiner sagen. Gut, das Orkstroh fängt an zu brennen, die nächste Hütte brennt und gleich explodiert alles mit einem riesengroßen Knall. Ja, die Orks sind ein bisschen dämlich. So, jetzt machen die Action. Und versuchen das zu löschen. So, der erste Ork ist schon mal weggelaufen. Sehr gut. Der zweite läuft auch weg und fällt in den Brunnen hinein. Fantastisch. Und der hier springt jetzt ins Wasser. Perfekt. Über schon zwei Orks losgeworden. Die anderen beiden werden bestimmt jetzt auch... Ja, das amüsiert die Orks. Und so langsam werden sie wütend. Und da ist... Die sind jetzt eine Weile beschäftigt. Heavy. So. Gut, die sind eine Weile beschäftigt. Können wir jetzt den König rufen? Kommt der König jetzt? Ah, da kommt der König. Sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den Kürbis auch da oben ins Feuer reinwerfen können. Hier ist ein Kochtopf hier. Können wir es reinmachen? Nein, das geht nicht. Okay, schade. Naja, es hat fast geklappt, ne? Ganz dicht. So. Schweres Schloss. Okay, hallo Heavy. So, Heavy möchte befreit werden. Ah, okay. Ah, nee. Jetzt ist der Ork-König erstmal. Fantastisch. Und macht alles kaputt. Das ist ein bisschen tollpatschig, der Gute. Ja. Hör doch gleich. Oh, King hat sich den Fuß verletzt. Nein. Goblins, zu Hilfe! Rettet ihn! Hat sich den Fuß verletzt. Hat sich den verstaucht. So, was haben wir jetzt hier? Ein wahrscheinlich... Ein Medikit und ein Stock. Ah, ein Medikit und ein Stock. Das Medikit, das ist das Crafting-System, von dem ich gesprochen habe. Das Medikit hatte ich hier schon mal irgendwo gesehen. Da habe ich doch eben gerade noch gesagt, das brauchen wir bestimmt nicht. Jetzt brauchen wir es. Die Frage, wo ich es... Ach, da. So, hier ist der erste Hilfekoffer. Dann bauen wir uns jetzt mal einen improvisierten Verband, damit der gute King hier auch weiterlaufen kann. So. Und einen Stock brauche ich, okay. Wo finden wir denn den Stock? Okay, die Orks sind hier immer noch schwer beschäftigt. Das dauert bestimmt ein bisschen länger, bis sie alles hier gelöscht haben. Das war doch ein Stock, oder? Ja, das war ein Stock. Okay, hier ist nur Garn drin. Ich denke mal, aus Garn werden wir keinen Stock bauen können. Gucken wir hier ins Vorratslager rein. Lederfetzen. Nee. Auch das wird uns nicht so viel weiterhelfen. Ah, ein Kettenschlüssel.
Sehr gut. Dann können wir bestimmt Heavy jetzt befreien, oder? Hier, komm, Heavy. Ja. Sehr gut. Wir haben Heavy befreit. Der kann bestimmt irgendwie einen Baum kaputt schlagen, dann kriegen wir einen Stock raus, oder? Heavy? Das kriegst du hin, ne? Endlich! Heavy ist frei! So, jetzt können wir... Wo sind die großen Torten? Wo sind die großen Torten? Ja, die großen Torten fehlen noch. Okay. Der kann auf jeden Fall schlagen. So eine kleine Laufattacke machen. Können wir jetzt die Orks kaputt machen? Nee. Okay. Können wir nicht. Brauchen wir aber noch einen Stock. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hingehen. Kriegen wir bestimmt hier irgendwo her, oder? Kaputter Wagen. Ah, Plan. So. Da hinten ist ein Stock. Hier, oder? Ne, ist eine Achse. Poing! Vorsicht, Jungs! Diese Kühe haben spitze Hörner und sie schon mal von Reinkarnation gehört? Oh, ich bin gestorben. Als Kürbis wiedergeboren werden. Denk dran. Ja, die Rinder haben sehr spitze Hörner. Das stimmt. Jetzt müssen wir trotzdem noch den Stock finden. Der muss sich doch hier bestimmt, der versteckt sich doch hier bestimmt irgendwo, der Stock, oder? Eine Achse. Die Achse des Bösen. Ah, hier ist Treibholz. Siehst du, das haben wir gebraucht. Sehr gut. So. Ach, hier liegt ja überall alles voll damit. Na ja, gut. Hätte man noch mal eher ahnen können. So, jetzt bauen wir hier den Verband. Zack. Können wir das jetzt hier. Ach nee, wahrscheinlich brauchen wir dazu. Ich glaube, der kann auch noch eine. So. Dann nehmen wir mal unseren Techie hier wieder. Und der kann uns dann nämlich den improvisierten Schuh hier. Den. Das Gipsbein. Zack. Jetzt kann der King wieder laufen. Ah, King geht's wieder besser. Prima. Und jetzt sputen wir uns lieber. Die Orks haben, bestimmt schon etwas bemerkt. Nein. Die Orks sind nicht besonders schlau. Das wurde uns auch schon mitgeteilt. Jetzt müssen wir hier mit dem Wagen Reis ausnehmen und den müssen wir jetzt schnell erstmal wieder zusammenbasteln, den kleinen Wagen hier. Mal schauen, ob man diese Kutsche wieder flott machen kann. Natürlich. King könnte sich hinsetzen und wir wären schnell wie der Wind. So, hier nehmen wir mal die Achse jetzt mit hier. Zack. So. Denn Heavy kann das wirklich schwere Zeug tragen. Da. Das müssen wir hier ranpacken, oder? Zack. Okay. Den Reifen habe ich hier auch schon gesehen. Oder das zweite Rad hier. Zack. Das können wir dann hier ranbasteln. So. Und jetzt müssen wir wieder switchen zum Techie. Der hebt jetzt den Bauplan auf. Und dann... Garn und Leder werden unseren König Garn gegen schlecht Wetter schützen. Ah, okay. So, Garn habe ich schon gesehen. Das lag hier irgendwo drin. Ja, hier liegt das, liegt der Garn. Und... Wo war jetzt die... Da war die Box hier. Nee. So, jetzt müssen wir kurz den Bauplan wechseln. So, zack. Und jetzt brauchen wir noch Leder. Und ich glaube, Leder hatte ich auch schon gesehen. Irgendwo hier lag doch Leder. Hier liegt Leder, oder? Nee, hier liegen nur ein paar Felle rum. Ich glaube, aber hier lag irgendwo Leder. Ja. Lederfetzen. So, sehr gut. Die nehmen wir uns jetzt mal mit. Oh. Ja. Also ich finde, die Goblins sehen so ein bisschen aus, also zumindest hier unser Techie, wie einer von den Ninja Turtles. Könnte also auch als Ninja Turtle durchgehen. So, sehr schön. Anscheinend hat er auch im Krieg auch sein eines Bein und seinen einen Arm verloren. Achso, die Plane kann jetzt wieder nur von... von Heavy getragen werden. Lauf, Heavy. Lauf. Scheint ein bisschen schwerer zu sein. So. Zack. Dann ist das Gefährt hoffentlich auch schon wieder einsatzbereit, oder? Nee? Hä? Jetzt. So. Zack.
Jetzt brauchen wir wieder unseren Techie hier. Damit er das ganze Gefährt wieder heile machen kann. Da müssten wir es selber wahrscheinlich auch schon direkt geschafft haben. Oder? Juhu! Juhu! Ab die Post! Uns kriegt ihr nie! Sehr gut. Und wer zieht die? Ah, jetzt kommen die Rinder zum Einsatz. Sehr schön. Habe ich mir schon fast gedacht, dass die Rinder jetzt zum Einsatz kommen. So. Dann geht's ab die wilde Post. Weg sind wir. Sehr schön. Das Level haben wir also auch geschafft. Liebe Zuschauer, das war der erste Teil von Ryan Riddles Rise of the Goblin King hier bei Let's Multiplay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Spiel gefällt, schaut unten in die Videobeschreibung rein. Dort gibt es den Link zum Steam Store. Dort könnt ihr das Spiel dann auch in Kürze kaufen. Eine Demo gibt es schon, die könnt ihr auch gerne einmal anspielen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst einen Kommentar da unten in die Kommentare stehen. Und lasst auch sehr gerne ein Abo da. Ein weiteres Video oder eine weitere Folge zu Ryan Riddles Rise of the Goblin King folgt dann auch in Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, sagt Florian von Let's Multiplay.